bin mal gespannt. Moment, ich wollte jetzt die anderen Quests noch abholen erstmal. Das ist so krass einfach, wie viele Quests dieses Game hat. Das ist sowas von der Wahnsinn. Also das muss man sagen, ich habe selten ein Game gesehen, was so eine Anzahl an Quests hat, und das ist echt richtig krass. Ansonsten, Phoenix, was spielst du denn noch so an Games? Oder was schaust du gerne zu oder wie auch immer? So, 30 Meter noch, dann haben wir die nächste Quest hier angenommen. Einsätze bitte. Setzt jetzt eure Einsätze. Wer gewinnt das? Kommt schon, eure Einsätze bitte. Setzt eure Einsätze. Ihr könnt bei Aletheus einen Haufen Drachmen gewinnen. Du bist nicht gerade überzeugend. Du würdest mehr Kunden anlocken, wenn du etwas enthusiastischer wärst. Einfach jeder wettet gegen Pithecus. Man sagt, er wäre unkonzentriert. Falls das stimmt, bin ich ruiniert. Ich könnte seinem Gegner wehtun. Oder dem Kampfgeist. Nee, wir wollen jetzt nicht den anderen Gegner töten, sondern wir wollen den Kampfgeist wecken, würde ich sagen. Was, wenn ich ein Gedicht vortrage? Eines von Pindar. Du weißt schon, um ihn zu beflügeln. Hör mal, Pithecus ist gut, aber er ist nicht gerade diese Art von Athlet. Schon gut, du hast sicher einen anderen Plan. Finde einfach nur heraus, was er hat. Versuch ihm irgendwie zu helfen. Für Athen. Für Drachmen. Okay. Ich werde mal nach Pithecus sehen. Vielen Dank. Ich werde den Gewinn mit dir teilen, falls du das hinbekommst. Dann gucken wir mal, was da denn rauskommt. Wir nehmen jetzt erst noch die letzte Quest hier an, bevor wir dann mal alles abarbeiten. Ach ne, der ist hier sofort. Ja, komm, dann machen wir das. Komm, der ist hier direkt. Einmal umgestoßen, fällt wie ein Lauch. Pithecus, Aletheus schickt mich, dir zu helfen. Wirklich? Kannst du Wunder vollbringen? Manchmal schon. Mein Glücksspeer ist zerbrochen. Kannst du ihn reparieren? Müssen nicht alle die offiziellen Speere einsetzen? Ja, aber das war mein Glücksspeer. Ohne ihn kann ich nicht siegen. Offenbar ist jeder olympische Athlet abergläubisch. Stets beäugt von den Göttern und so. Hör mal, mein Speer war hohl wie ein Schilfrohr und ebenso leicht. Aber er sah aus wie ein olympischer Speer. Wenn du mir wirklich helfen willst, finde mir einen ebensolchen Speer. Dann gewinne ich die Spiele für Athen und Aletes. Dann besorgen wir meinen Speer. Du bekommst deinen Speer. Danke. Vielleicht kann ich ja doch noch gewinnen. Gut, das ist, gucken wir nochmal auf die Karte. Nicht wundern, ich gucke mal sehr echt auf die Karte. Übrigens, okay, wir holen jetzt erstmal die Quest noch ab und dann machen wir das alles. Übrigens, Phoenix Adler, auf jeden Fall FIFA werde ich auch, sobald es rauskommt, auch spielen. Also wenn du dann auch zugucken magst, ab und zu mal sehr, sehr gerne. Ich bin kein Profi, aber FIFA 19 habe ich am Anfang auch hart gesuchtet. Weil immerhin nicht ganz so schlecht. Also Weekend League bin ich immer noch... Ja, Gold 2 war ich eigentlich immer. Gold 1 bin ich auch gekommen. Ich hätte sogar fast mal den Elite 3 geschafft. Also, ich sag mal mittelmäßig war ich da. Auf jeden Fall wieder besser als in den FIFA-Teilen davor. Hey, hier drüben, komm schon! Willkommen bei den Spielen! Atme tief ein! Hallo? Riechst du den Duft der Begeisterung? Hallo? Soll das jetzt etwa die ganze Zeit so weitergehen? Bei den Göttern, ja! Dann versuche ich schnell zu gewinnen. Komm schon, irgendwas musst du doch fühlen. Nein, ich was? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Hätte ich erst die anderen Quests machen sollen? Das hier ist ein Ort unsterblichen Ruhms.
Seid ihr gewiss, dass Hera und Zeus deine Leistungen genau beobachten werden? Oh, also kein Druck, hm? Vergiss das für den Moment. Lass uns den Anblick genießen und sehen, was Olympia zu bieten hat. Ich möchte jetzt auch nicht mit dem sprechen. Mach erst die anderen Aufgaben. Wir machen jetzt erst die anderen Aufgaben. Ich weiß nicht, ob wir sonst hier nachher weg sind. Schon. Ich möchte eigentlich erst die anderen Aufgaben erfüllen. Das ist ein bisschen blöd, gerade. Weil ich nicht weiß, welche Aufgaben man machen kann, ohne das andere abbrechen. Das hatte ich hier jetzt in Sparta schon mal. Dass wir eine Aufgabe nicht machen konnten, weil wir mit dem Hauptmann schon gesprochen hatten. Der hier könnte passen. So, jetzt haben wir hier noch was. Ah, okay. Ja, am Anfang suchte ich FIFA hart und dann wird es ja irgendwann immer weniger, ne? Also, finde ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, was mich so bei FIFA 19 aufgeregt hat, dass die alles kaputt gepatcht haben. Also man hat sich gerade an ein Spiel gewöhnt und dann war es halt vorbei. Krass, Elite 2, ja, nee, das habe ich nicht geschafft. So gut war ich denn doch nicht. Mal gucken, was wir dieses Jahr schaffen. Also, Elite wäre wirklich mal richtig nice. Wobei ich überlege, aber habe ich nicht einmal sogar... Ich weiß nämlich, habe ich einmal Elite 3 geschafft? Ich meine nicht. Verkaufst du Speere? Natürlich, du hast Glück, ich hab noch welche. Dank der Spiele sind sie sehr beliebt. Aber sind sie denn auch gut? Die besten. Pfeilschnell, das ist sicher. Allerdings nicht ganz günstig. Ah, sollen wir den kaufen und nicht? Kommen wir machen es mal. Danke, möge er weit fliegen. Dann gucken wir, welchen er möchte. Ansonsten haben wir gerade viel zu viel Geld ausgegeben, aber was soll's. Wir möchten, dass er nachher gegen uns eine faire Chance hat, falls wir gegen den auch kämpfen, spielen müssen. Ich habe deinen Speer. Gut, lass doch mal sehen. Hier, nimm den. Hey, dieser Speer ist unglaublich. Leicht, liegt gut in der Hand. Und was am wichtigsten ist, er sieht aus wie ein offizieller Speer. Ich helfe immer gern. Geh mit Nike, mein Freund. Ich sollte Aletas aufsuchen. So, guck mal, ob der uns jetzt dankt. Einsätze bitte. Setzt jetzt eure Einsätze. Wer gewinnt das? Gut, du bist zurück. Alles erledigt? Natürlich. Ausgezeichnet. Setzt doch etwas Geld auf unseren Jungen. So, ein bisschen Geld, ich setze viel Geld. Komm, wir setzen viel. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber man kann nie genug Drachmen haben. Das wird ein leichtes Spiel. Oh, das sind viele Drachmen. Der Wettkampf steigt morgen, also sei pünktlich da. Wo warst du? Du hast alles verpasst. Sieh dir das an. Was für ein meisterhafter Wurf. Ich helfe immer gern. Was meinen Lohn anbelangt, Aletes. Natürlich, jeder soll von diesem guten Tag profitieren. Möge das Glück dir treu bleiben. Zum Glück haben wir gesetzt. Zum Glück haben wir jetzt... Ach, du hast auch gesagt. Vielen, vielen Dank dafür. Für den. Ja, ich hab's... Der Chat hängt da so ein bisschen nach immer. So, Barnabas machen wir noch nicht. Hast du das Spiel denn schon durch komplett? Oder, wie ist das bei dir? Ja, wobei Geld ja nicht so das Problem ist, ne, also. Geld ist ja hier wirklich nicht so das Problem. Sollen wir die Quest auch noch annehmen? Um vielleicht, Chere, brauchst du die Hilfe einer Söldnerin? Mein Vater erwartet so viel. Ich muss gewinnen und der Familie Ruhm bringen.
Aber es gibt eine andere Läuferin, die ich vermutlich nicht schlagen kann. Und während du dir Sorgen machst, übt deine Rivalin vermutlich. Du kannst nichts tun, außer härter zu arbeiten und dich zu verbessern. Ihre Familie ist arm. Ihr Vater würde diese Bestechung annehmen und seine Tochter aus dem Rennen nehmen. Natürlich kann man es auch direkt mit ihr regeln, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, du willst, dass sie stirbt. Du willst, dass ich sie meine Klinge spüren lasse? Nein. Bring ihm einfach das hier. Gut, machen wir es ich mal. Bin dabei. Ah, okay. Mögen die Götter dir auch schwer sogar. Ich muss dann mal los. Also ich spiele auf normal nur. Wo ist die Quest? Oh Gott, ist die weit weg. Machen wir die mal als erstes. Ich spiele nur normal. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Pro-Gamer oder so. Ich mache das hier aus Spaß und ein bisschen Herausforderung ist gut, aber ich bin am Anfang auch schon ein paar Mal gestorben. Ich bin bei sowas echt nicht gut bei solchen Games. So vor 10 Jahren, als man noch so 15, 16, 17 war, ungefähr, ne, dann ja, war das alles noch einfacher. Ich finde, da hat man Spiele viel, viel schneller gelernt und viel besser gelernt und ja, irgendwann wird das so ein bisschen, finde ich auf jeden Fall, wird das ein bisschen schwieriger. Eine Athletin wollte, dass du das bekommst. Oh, genau, was ich gebraucht habe. Hier, für deine Mühen. So. Das sollst du sagen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viele gespielt. Assassin's Creed 1 und 2, aber die habe ich beide nicht zu Ende gespielt. Weil es irgendwann immer dasselbe war und dann habe ich Black Flag noch, so 80% durchgespielt. Da habe ich ganz lange Pause gemacht und jetzt habe ich erst wieder angefangen und finde das neue Konzept eigentlich mit der offeneren Welt mit, finde ich schon cool, finde ich cooler. Macht mir mehr Spaß. Du hast dann, denke ich mal, fast alle durchgespielt, oder? Kennst du Kalipatira? Ja, die habe ich gesehen. Sie treibt sich oft bei den Zelten der Athleten rum. Beschämend, wenn du verstehst, was ich meine. Da bin ich mir unsicher. Die jungen, eingeölten, trainierten Körper. Mich schaudert es. Überall nur Muskeln. Ach, abscheulich ist das. Sie ist eine verheiratete Frau. Es ist okay, doch nicht schlimm, sich einen attraktiven Mann anzusehen, oder? Doch, doch, natürlich. Ihr jungen Leute, ihr denkt doch immer nur an das eine. Also sie ganz bestimmt. Sie traf sich regelmäßig mit einem jungen Mann auf dieser Bank dort. Oh mein Gott, auf der Bank traf sie sich. Du saßt sie mit einem Mann. Vielen Dank. Das ist natürlich ein ganz, ganz hartes Vergehen, was die da macht. Ein ganz, ganz hartes. Kennst du Kalipatira? Ich kenne sie nicht gut, aber sie vergöttert ihren Sohn. Sie bringt regelmäßig Opfergaben. Opfergaben? Für ihren Ehemann. Sie ist eine fromme Frau. Er hat schon lange den Styx überquert und sie vermisst ihn sehr. Doch für jeden kommt seine Zeit. Vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Einmal haben wir jetzt die Info, dass sie sich da mit Männern trifft und einmal ist sie eine sehr ehrbare Frau. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht, was jetzt nun wirklich die Geschichte dieser Frau ist.